So, ja, komische Begrüßung, ich weiß. Und herzlich willkommen zu Part 6. Ja. Hier bei Darksiders Nummer 2. Wie gesagt, eine Aufnahmesession. Wir machen genau da weiter, wo wir bei Part 5 aufgehört haben. Boah, ist das alles schick. Das ist auch schick, Mann. Da könnt ihr sagen, was ihr wollt, ihr Grafikfetischisten von Crysis und den ganzen anderen Zeug. Bin viel. So was mag ich. Fancy Märchen. Ich muss mich mal wieder anders hinsetzen. Vor den Tisch geknallt. So, wir können hier die Schmiede des Erschaffers zurück. Wir müssen natürlich die Schnellreise. Tschibidu, tschibidu. Falsch, falsch, falsch. Falsch. Endlich. Weltkarte gehen, ja. Drücken A. Drücken A. Wieso klappt das bei mir nicht? Wieso sehen wir die Maus? Geht nicht. Bei mir geht das nicht. Das müsst ihr mir erklären, wieso das nicht klappt. Da ist nichts. Ah. Ich weiß, dass das mal ging. Aber wieso geht das jetzt nicht? Ah. Für mich ehrlich gesagt etwas. Schiebt mal das Mikro ein bisschen zur Seite. Bisschen verarscht. Ich würde sagen, wir machen das anders. Wir verlassen jetzt einfach den Dungeon, um uns großartig aufzuregen darüber, warum das nicht klappt. Denn außerhalb des Dungeons haben wir auch eine Multiplayer-Karte an. Dann lasse ich noch eine Fährmannsmünze. So, mein Freund. Da ist sie. Nein, du sollst doch noch runter. Was ist sie denn jetzt? So, müssen wir wieder ins Wasser. Wieder da hoch. Aber das ist ja egal, ne? Wir wollen ja schließlich auch ordentliche Items kaufen können nachher. Geschweige denn Truhen von Wolgrim. Jetzt sieht das ja auch wieder ganz hübsch aus. Alles ein bisschen bewachsener. Vorher war das ja wirklich alles nur graubraun. Nicht so schick. Speichert nochmal. Kommen wir jetzt da auf die Weltkarte? Nein. Warum denn? Oder geht das außerhalb, innerhalb von Dungeons nicht? Ich weiß das gar nicht. Das ist der Mana-Baum. Nein. Wie ist das Ding? Weltenbaum? Sowieso. So. Nur aber. Da ist eine Truhe. Was ist das hier für ein Schlangenfolion? X drücken, alles klar, aber da geht das irgendwie nur. Oder geht das auch hier? Geht doch da. Da wollen wir hin zu den Rüstungen und Waffen. Yeah!
Also werde ich hier hingebeamt. Naja, auch so schlimm. Hauptsache, wir sind jetzt in wie auch immer dieses Kaffees. Wir holen uns erstmal unsere Sachen ab. Das lese ich jetzt nicht vor, wir kriegen extrem viele Sachen. Mehr damit sind gut. DLC-Items. Wir haben ein Geschenk von Vulgrim gekriegt. 3 Steine hieß das, wusste ich doch. Da kriegen wir nämlich die 8000 Sachen. Ey, das dauert einfach so lange, das ist alles vorzulehnen. Sind immer komplette Rüstungen plus Waffe. Von der Smash finde ich auch gut. Oder noch eine scharfe Rüstung. Ich glaube, die werde ich auch anziehen. Dann werden wir gleich mal gucken. Alter, ist ja gut jetzt. Natürlich sind wir dann erstmal ein bisschen mächtig, aber das ist ja völlig egal. Zumindest ist mir das völlig egal. Wir gehen erstmal auf Rüstung. Des Todes, Stoßschatten und scharfe Rüstung haben wir. Ja, schaffe ich so am widerstandsfähigsten. Kraft 9. Gesundheitsregeneration hat die Todesengelrüstung. Gesundheit geht auch hoch. Wie sieht die denn überhaupt aus? Ja, langweilig, ne? Also gerade geil ist das mit den Rüstungen hier auch nicht. Aber wir nehmen die Todesengel-Dinger. Oh, Widerstand ist hoch. Ah, oh, wir nehmen doch die Erschaffer-Rüstung. Gucken wir uns das mal an. Das sieht schon stylischer aus. Okay, die Erschaffer-Rüstung. Die ist am langweiligsten allerdings. Aber auch wieder Widerstand am höchsten. Gesundheit. Oh, wir nehmen, glaube ich, doch das. Wir gehen jetzt einfach mal nach Aussehen und nicht nach Werten. Sieht aber viel geiler aus. Muss mal die Handschuhe an. Ah, vor die Greiferfinger hier. Guck. Wie so ein Greif. Wo die macht er immer. Ah. Ja, Erschaffer. Ein bisschen lame, ey. Sieht man halt ein bisschen so aus wie die, die hier rumlaufen. Und das finde ich jetzt auch nicht so geil, ehrlich gesagt. Leuchtet ein bisschen in der Kopf. Finde ich die geiler. Ach, alles Geschmackssache, ne, liebe Freunde. Todesengelstiefel. Da sind Gesichter drin, okay. Da sind halt die Gesichter drin, okay. Und da finde ich die am geilsten. Wir machen ein Set draus. War noch coole Dinger gekriegt. Ne, Amulett haben wir nichts gekriegt. So, jetzt geht's nach Sensen noch. Und noch die Todesengel-Sensen. Jo, mit Gesicht vorne. Cool, cool, cool. Die. Ne, die sehen schon ganz geil aus. Piekst du dich da gerade selbst in den Rücken? Ja. Ach, warum? Jetzt, die testen noch die Spiele. Sehen Sie doch, oh, der muss die Hand ein bisschen weiter nach hinten ziehen. Nach unten, wie auch immer. Aber das sieht doch nicht schön aus. Die sehen auch geil aus. Meine Herren. Aber die sind die stärksten Todesengel-Sensen. Da erhöht sich nur die Verteidigung ein bisschen Kraft. Gesundheitsregeneration. Eisschaden ist mir völlig egal. Gesundheit pro Kill. Und die heilen uns sogar noch nebenbei. Das ist ja wohl der Beste überhaupt. Level 7, mystische Keule. Mugli Klärung. Mugli Reche. Dieses Mogris. Oder Mortis. Noch eine Axt. Von der Smash.
Sehr cool. Wachstumskeule. Oh, krasses Ding. Voll groß. Ich kann nicht weiter raus, man sieht das dann halt einfach nicht. Mordsmäßiger Hammer, die finde ich jetzt nicht so schick. Fantasmash. Bisschen eklig aus. Die Mords-Axt. Die hat was. Die haben alle an sich die gleichen Werte, die haben auch keine Spezialfähigkeiten. Also wir nehmen die Axt. Und dann Gewalt von Kalk. Das ist kacke, dass wir den noch nicht ausrüsten dürfen. Den haben wir auch gekriegt, der ist aber irgendwie total doof. Spezialfähigkeit AI-Gestoß. Aber wir können ihn ja mal mitnehmen und mal gucken, was das für eine Spezialfähigkeit ist. Ach, die sind jetzt alle drin oder was? Wie er läuft. Immer die Äxte, die sind viel cooler. Sensen. Ist die Dame hinten jetzt auch da drin oder was? Gucken wir doch gleich mal nach. Oder hat die da oben immer noch ihren Job? Die ist noch hier oben. Was alt war, ist wieder neu. Können wir unseren Kram hier verticken? Vielen Dank. Man kann sogar die verkaufen. Na, das machen wir nicht. Oder? Nee. Ich werde dies dem. Die behalten wir auch. Ich werde es verwenden. Und die auch. Aber weil das DLC-Dinger sind. Vielen Dank. Ich werde dies. Ja, zwischen mir jetzt klicken. Ach du 50.000, das ist immer eine ordentliche Summe. Wir können jetzt natürlich immer nochmal in dieses Steppe da gehen und da die ganzen Steinchen, Kiesel, Teile sammeln für den, aber das lassen wir jetzt mal aus. Hände. Jetzt ist er fertig. Ja, endlich. Tod, dies ist der Schlüssel eines Erschaffers. Und du nimmst ihn besser sofort, bevor ich wieder zu Sinnen komme. Du scheinst dir eher zu verlieren, Ältester. Ein Problem, ja. Aber es gibt auch eine Lösung. Der Wächter. Er sollte unsere größte Waffe werden und in der Lage sein, den Wald um den Baum zu säubern. Doch ein Erdbeben vertrieb uns aus der Gießerei. Ich fürchte, jetzt streunt etwas anderes darin herum. Der Wächter wurde nie fertiggestellt. Wenn der Wächter euer Meisterwerk ist, wie soll ich ihn dann vollenden? Im Wald liegt eine weitere Kreation. Eine der wenigen, die nicht im Verderben anheimgefallen sind. Er ist nicht so riesig wie der Wächter, aber sein Herz ist stark. Such ihn auf, dann wird er dich zur Gießerei führen. Dort kannst du mit dem Schlüssel des Erschaffers den Wächter aktivieren. Die Kreationen werden von einem Schlüssel erweckt? Ja. Kreationen haben keine Seele wie du oder ich. Nicht, bis sie eine Seele bekommen. Dieser Schlüssel öffnet den Stein und bereitet ihn auf Ebbe und Flut der Lebenskraft eines Erschaffers vor. Tatsächlich verleiht er fast jeder Kreation in diesem Reich Leben.
Und was lässt dich glauben, dass ich eine Seele habe, Ältester? Ist es nicht das, was dir Sorgen macht? Nee. Wenn Wächter dem Verderben widerstehen können, warum werden sie dann nicht eingesetzt, um das Reich zu säubern? Leider wurden die Wächter gerufen, als die Siegel gebrochen wurden. Der Zoll der Erschaffer, der beim Endkrieg bezahlt werden musste. Dieser Wächter ist als einziger übrig. Dann wurden die Siegel gebrochen. Ja. Wie erkenne ich die Kreation, wenn ich sie gefunden habe? Kreationen sind Wesen aus Fels und Stein, animiert durch die Lebenskraft eines Erschaffers. Die meisten besitzen den Bruchteil einer Seele, gerade genug, um sie anzutreiben und ihnen Sinn zu verleihen. Doch durch andere fließt das ganze Wesen eines Erschaffers, seine Erinnerungen und Emotionen. Eine halb erinnerte Geschichte. Das Leben lastet schwer auf uns allen. Nicht einmal Stein kann es tragen. Okay. Der Erschafferschlüssel. Ein geschmiedeter Schlüssel, der die Essenz der Erschaffermacht bewahrt. Mit ihm kann Todkreationen aktivieren. Alles klar, mein Freund. Jo, was geht? Das Schmiedefeuer lodert wieder. Dank dir, Reiter. Das ist aber kein Grund, hier rumzuhängen. Hast du nicht deine Kreation zu erwecken? Bist du sicher, dass dieser Schlüssel etwas Besonderes ist? Varlos scheint nicht sehr beeindruckt. Ja, er beklagt den Verlust seines Freundes. Varlos hatte einen Freund? Ja, seinen großen Hammer, Knochenspalter. Er hat schon viele Riesen gefällt, aber Varlos verlor ihn in einem Verlies westlich von hier. Das lastet schwer auf ihm. Wenn du meinem Bruder seinen Knochenspalter zurückbringen kannst, wird er dir dankbar sein. Und dir vielleicht eine ordentliche Waffe schmieden. Warum müssen die Kreationen mit einem Schlüssel erweckt werden? Der Geist durchströmt keinen Stein. Es sei denn, du bahnst ihm einen Kanal. Dafür ist der Schlüssel. Er ist scharf genug, durch den Stoff des Lebens zu gleiten. Pass auf, wohin du damit zeigst. Ja, was hatte Varlos in einem Verlies zu suchen? Wir hofften, die zerstörte Schmiede darin wiederherzustellen. Aber sie wurde verdorben und von Meer und Ungeziefer überrollt. Wir entkamen so gerade mit unserem Leben. Und das war nicht Karns Verdienst. Dieser Bub hat euch geführt? Ja, zu dieser Zeit sahen wir darin kein Problem. Doch Karn würde alles tun, um sich zu beweisen. Ich fürchte, eines Tages wird er zu weit gehen. Schau dich um, wir haben neue Ware. Möglich, möglich. Wie? DLC-Waffen sind schlechter als die, die ich kaufen kann? Ja, das finde ich jetzt aber nicht toll. Das habe ich voll den krassen Vorteil. Nö. Ja, okay, die Rüstung wird immer besser. Was soll's? Wir brauchen. Du kannst den Hammer gleich hinter dem Fjord finden. Ja. Steinvater sei mit dir, Reiter. Ja. Sehe ich aus. Stein. Ich wusste aber nicht, wie das Ding. Ob wir nochmal gegen ihn antreten können? Um ihn zu besiegen? Na, wir versuchen es mal, wa? Wenn das geht, dann wäre das ja schön. Jo, geschmeidig. Was geht? Erstmal trainieren. Zwillingskanone. Eine sehr schlimm, und der Feind ist tot. Wir haben eigentlich genug Geld, alles zu kaufen, oder? Wir kaufen einfach mal. War das doch los, auch wenn wir mehr teilen.
Na gut. Ich bin überrascht, dass du so weit gekommen bist. Tja, ich bin unsterblich so gesehen. Dieser Schlag. Kleinen Schaden, den er uns zufügt, den heilen wir einfach, indem wir ihn angreifen. Komm schon, zeig mir, was du machst. Alter, du bist echt uncool, mein Freund. Aber wir können ihn jetzt endlich mal besiegen. Ich dachte, du könntest nicht mehr hässlicher werden. Tja, du Loser. Eine gewonnene Schlacht sollte niemals unbelohnt. Ha, Glück gehabt. Vielleicht bin ich zu alt dafür. Alter ist nicht alles. Du kannst also einen alten Krieger bekämpfen. Doch um dir einen Namen zu machen, musst du schon mehr schaffen. Beitir, Achidna, Argul, sie sind, was wir Erschaffer tot nennen. Töte sie alle. Dann akzeptiere ich vielleicht, dass du der wahre Sensenmann bist. Klingt nach einer Herausforderung. Was zur Hölle? Wir sind ja tot. Wer will noch, dass ich das beweise? Was? Was? Wenn ich dein Henker sein soll, dann möchte ich mehr von jenen hören, die ich töten soll. Ich werde dir sagen, was ich weiß. Wo kann ich Beitir finden? Beitir und ihresgleichen lebten einst in den Schmiedelanden, jagten uns wie Vieh, als wir die Welt zu unserem Zuhause machten. Eine nach der anderen dieser Bestien jagten und erschlugen wir. Beitir, sie hat sich selbst tief eingegraben und kommt nur heraus, um zu fressen. Ich weiß nur, dass sie eine Bestie aus Feuer und Rauch ist und dass sie ihre Höhle unter der Erde hat. Okay. Was ist mit Ronhold? Einst war Ronhold ein Freund meines Volkes. Warum brauchst du dann meine Hilfe? Unser Wald ist dem Verderben anheimgefallen. Und Ronhold ist ein Wesen dieses alten Waldes. Sie sind miteinander verbunden. Ronhold steckt voller Verderben. Er muss erlegt werden. Jo. Erzähl mir von Argul. Ach, ein Verrückter, eine Bestie, die töten muss. Ich konnte die Tat selbst sehen, als der aktuelle Fürst der Knochen sich erhob und den verrückten König der Untoten besiegte. Also lebt Argul nicht mehr? Meine Knochen sagen mir immer etwas anderes. Der alte König lebt, da bin ich mir sicher. Selbst ich kenne den Namen Achidna. Warum willst du ihren Tod? Eine alte Schuld, geschmiedet noch vor deiner Zeit. Alle kennen das Schattenreich von Achidna. Warum reist du nicht dorthin und tötest sie selbst? Ich habe es versucht, fand ihr Reich jedoch in Chaos vor. Die Spinnenfürsten haben ihren Thron in Blut gebadet. Und Achidna war nirgends zu sehen. Ich verbrachte Jahre damit, ihrer Spur im Reich der Toten zu folgen. Und dann geschah dies. Ich kehrte zu meinem Volk zurück und ließ die Schuld unbezahlt. Ja. Ist auch ein Würstchen. Meine Herren, da haben wir auch nicht was wegzuschnetzeln. Wofür wir sie denn finden? Oder so lang? Ich glaube nicht. Nee, da wissen wir noch nicht. Gehen wir dahin, ne? Reicht denn?
Oh, ein Ladevorgang. Weiter geht's. Klar geklimmen. So. Mal gucken, ob wir da jetzt weiterkommen. Ja, beruhig dich, ist gut. Brauchen wir einen Schlüssel? Versperrt. Ja, das sehe ich auch. Danke für die Information. Da sind die mal rum. Tada. Komm, wir machen mal den hier. Okay, für zwei Gegner war es vielleicht etwas übertrieben, aber. Achso, jetzt wollen wir das auch mal sehen. Ich kann nicht. Das kann ich noch nicht benutzen. Oh, schmeiß einen Heiltränke rein, das ist ja nicht so schlimm. Oder vielleicht zum Junkie. Das wird cool, aber. Okay. Ich habe eine Frage, springt man da runter, springt man da nicht runter? Hm. Ey, wie kann das sein, dass die alle besser sind? Dann müssen wir wieder nach oben. Ach scheiße. Oder von da auch irgendwie hin. Nee. Hierher. Hierher. Ich habe neue Waren, wenn du die Münze hast. Die wollen wir natürlich. Und nichts anderes. Ne? Bin ich aber gespannt. Ein zufälliges. Ich hoffe, eine Waffe. Schieb mal das Mic ein bisschen näher. Oh, noch Moment, du Leute. So. So, gehen wir halt nochmal hoch. Ach, Junge. Mach doch nicht immer so einen Scheiß. Oh, das war Glück. Oh Mann. Ja, manchmal macht er nicht das, was man möchte. Das, was anhört. Wie so ein Pferd. Klock, 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 klock. Danke sehr. Noch mehr zum Kaputt machen, immer schön, immer alles kaputt machen. Gibt ein bisschen Geld. Ein bisschen Mann, da würde ich ein bisschen. Und hier geht's weiter. Weiß nicht, ob das irgendwie noch ein Hauptdungeon wird oder ob das so ein Side-Quest.
Dungeon. Es gibt sowas, ich nenne das mal. Na gut, was ist das? Wir gehen aber mal weiter. Na gut, hier geht es anscheinend auch nicht weiter. Geh weiter in die Richtung, wa? So, wie kommen wir da hoch? Hier nicht. Kann man da rein? Nee. Oder? Nee. Können wir da doch noch mal gucken? Da kommt er jedenfalls nicht hoch. Kommt da auch nicht hoch. Da ist so ein Ding ins Kirchen. Ach ja, eine Wand lang laufen, natürlich. Na, was kriegen wir einen Schlüssel? Ja. Wunderbar. Sogar die Tür. Achso, sind wir wieder draußen. Na, was möchtest du? Wow. Putz. Unmöglich. Das kann ich nicht ausrüsten. Na dann halt nicht. Sollen wir doch egal sein. Noch eine Kiste. Ach ja, ist das nicht schön. Ein Loot ohne Ende hier. Ohne Ende. Ja.
Ja, das war doch gut, oder was? Okay. Oh, liebe Freunde, ich sehe gerade was, ich sehe gerade was. Ich achte mal wieder nicht auf die Uhrzeit. Wie so oft. Wir müssen hier leider aufhören. So leid es mir tut. Aber ich verrate euch vorher noch, was jetzt kommt. Okay, den Bash wir noch. Ich bin mal so nett. Von heute. Wir haben einen von denen gefunden. Ja. Tada. Diese Waffe ist denn doch nicht so ganz geil. Schon, Ronny, werde ich nicht so. Dann ist hinter uns. Packen wir den Sack. Oh, der nervt. Vielleicht ist Dom für einen Sack. Den Ronhold Hammer. Dieser Hammer war einst Teil von Ronhold, einer mächtigen und hasserfüllten Kreatur. Er wurde aus Ronholds Herzen geformt und verleiht seinen Träger einen Teil der legendären Kraft seines Schöpfers. Ein einziger Schlag mit dem Ronhold Hammer kann Gegner im Wind zerstreuen wie Staub. Das hört sich gut an. Das hört sich aber sehr, sehr gut an. Wollen wir mal gucken. Die können wir auch wieder nicht benutzen. Da werde ich kurz angerufen. Wir machen jetzt eh Schluss. Also, Sayos, liebe Freunde.